Herr Möwald, Frau Möwald, meine Damen und Herren, ich begrüße heute mit Herrn Möwald das Geburtstagskind. Eigentlich ist ja eingeladen worden zu einer Ausstellungseröffnung. Üblicherweise müsste man mit dem eigentlichen Anliegen anfangen, aber ich denke, die Höflichkeit gebietet es, dass wir Ihnen, sehr verehrter Herr Möwald, an Ihrem heutigen 60. Geburtstag ganz herzlich gratulieren. Ich tue dies namens der Stadt Halle und ganz persönlich wünsche Ihnen alles Gute. Und 60 ist für einen Künstler überhaupt kein Alter. Man kann davon geteilter Meinung sein, ob es in der Mitte des Schattens der Jugend ist oder das weiß ich wie. Ich will mich da nicht näher auslassen. Jedenfalls erhoffen wir uns, dass Sie noch viele glückliche, schaffensreiche Jahre haben, in denen Sie der Stadt weiterhin verbunden sind, in der Sie seit vielen Jahrzehnten Ihre Heimat haben. Es ist sicherlich, und nun komme ich zu dem gewissermaßen offiziellen Teil, es ist sicherlich eine sehr schöne Umrahmung eines Geburtstages, eine Ausstellung mit dem eigenen Schaffen gleichzeitig eröffnen zu können. Eine geradezu unübersehbare Schar von Gratulanten, die gekommen sind, um einerseits die Ausstellung zu sehen und andererseits die Verbundenheit mit Ihnen zum Ausdruck zu bringen. Dieses alles ist, finde ich, eine ungeheuer schöne Atmosphäre. 1950 kam Otto Möwald nach Halle, nahm ein Studium am damaligen Institut für künstlerische Werkgestaltung Halle, der heutigen Hochschule für Kunst und Design, auf. Der Schaffensweg von Möwald ist bezeichnend für seine Persönlichkeit. Solche Etappen wie Zeichenlehrer, Erdarbeiter, Entroster, Messegrafer, Grafiker, Anstreicher sind Ausdruck einer komplizierten Situation, wenn ich an die Ausstellung 1970 hier erinnere. Möwald ist ein in künstlerischen Fragen kompromissloser Mensch, er ist sich seiner Werke und seiner Ausdrucksform treu geblieben. Daran zu erinnern, ist vielleicht wichtig, wenn man auf eine Etappe zurückguckt, in der sehr viele Menschen faule Kompromisse bis hin zur Selbstaufgabe getätigt haben. Aber wie es sich für die Profession, in der Sie wirken, gehört, ist das Wichtigste natürlich die Ausstellung. Ich erinnere mich gut, dass wir eigentlich bald nach Ihrer Ausstellung im Roten Turm zum 50. überlegt haben, wie machen wir es denn nun, wenn diese magische Zahl 60 heranrückt. Und eigentlich schon längere Zeit waren wir uns darüber einig, dass wir einen Teil des Werkes, was eigentlich nur den Kennern näher erschlossen ist, diesen Teil vorstellen wollen, das lithografische Werk. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir, die Stadtliche Galerie Moritzburg-Halle, die sich über Jahrzehnte mit ihrem Werk verbunden fühlt, die Chance erhalten, als erste das lithografische Werk in einem Oeuvre-Verzeichnis dokumentieren können und heute exemplarisch ausstellen zu können. Ich denke, dass das lithografische Werk, die Ausstellung und überhaupt ihr Wirken als Künstler, einst an der Burg als Schüler, heute auch schon als Lehrender, ein Teil dessen ist, was die Politiker heute immer wieder beschwören, wenn sie sagen und sprechen von dem kulturellen Reichtum,
der neuen Länder oder Ostdeutschlands, den es zu bewahren und einzubringen gilt. Und ich glaube, wir können mit Fug und Recht heute sagen, dass das, was Sie in den zurückliegenden Jahrzehnten geschaffen haben, zu dem gehört, was die Politiker einerseits beschwören und wozu sie, glaube ich, wohl auch Verpflichtung haben, es zu bewahren, damit es sich weiterentwickeln kann. Und für Sie selbst, Herr Möwald, wünsche ich gute Jahre, Jahre und für Sie und für das Museum weiter Gutes miteinander. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Zu erhalten. Da war ich verführt und kaufte 1961 eine Steindruckpresse und eine Anzahl großer und kleiner Steine. Damals wurden nämlich gerade die letzten Steindruckereien dem Offsetdruck geopfert. Der Aufwand der Lithografie ist eigentümlich. Schwere Steine und noch schwereres Eisen braucht man für die Herstellung zarter Papierlithos. Ich zeichnete damals selber, wollte aber auch von Anfang an für andere drucken. Heidi Mantel, Marlies Riegesel, Heinrich Abel, Christina Reismann, Georg Pütter, Albert Ebert und Helmut Schröder hatten schon bei mir gearbeitet, als im Juni 1965 Otto Möwald jenes Verlegenheitsmotiv, wie er es selbst nennt, offenes Fenster mit Blumen. Dies ist die Nummer 1 des ÖFO-Verzeichnisses der Lithografie. Ballstraße und die Zusammenarbeit mit Meinolf Splett als Drucker. Gleichzeitig entstanden erste Farboffsetblätter in der Burg von Zinnplatten. Gerhard Günther war der Drucker. Ich löste meine Werkstatt Anfang 1979 auf. Die Presse und alle größeren Steine kamen in eine gemeinsame Werkstatt von Fotis Zerfrasis, Otto Möwald, Uwe Pfeiffer und Gerd Weikart in der August-Bede-Straße. Tatsächlich ausschließlich diese drei Gegenteile. Ausnahmen sind ganz selten. Im Werkverzeichnis sind alle Blätter in der Reihenfolge ihrer Entstehung abgebildet. Man kann dadurch die Gedankenwege ihres Schöpfers verfolgen. Hier sieht man, dass es nicht um die Abbildung verschiedener Straßen, Körper oder Räume geht, sondern dass dies Vorwände sind. Die Straßen sind bestimmte Straßen. Sie befinden sich in nächster Umgebung von Möwalds Wohnung. Es sind die täglichen Wege durch Reichards Garten zur Wagnerstraße, vorbei an der Eichendorfstraße zum Reieck, über die Bernburger Straße, die Wucherer Straße mit ihren Seitenstraßen zur Druckwerkstatt in die August-Bede-Straße. Sein Auge allerdings sieht dieselbe Landschaft kärglicher und heller. Hier befindet er sich förmlich in einem Freilichtmuseum seiner Bilder. Nach beiden Richtungen von der Brücke aus reiht sich Motiv an Motiv. Und wie kommen diese vereinzelten Berliner Ansichten ins ÖFO? Warum ausgezeichnet der Senefelder Platz? Ist es die Huldigung an Alois Senefelder, den Erfinder der Lithografie? Alles der Zufall. Es ist einfacher, es ist der Weg zu den Besuchen bei Malerfreund Harald Letzkes. Man steigt aus dem U-Bahn-Schacht und da steht ja schon der düstere Häuserblock, der mehrmals in seinem Land auftaucht. Das Besondere an Möwalds Malerei ist nicht so leicht aufzuspüren. Irgendetwas elementar Ärgerliches muss ja wohl vorhanden sein, um zum Beispiel im Jahre 1970 die Ausstellung hier in Moritzburg zu verursachen. Das können doch kaum die freundlichen Farben, die realistische Darstellung oder die manchmal fragmentarische Malweise gewesen sein. Eine ganz andere Mitteilung. Das muss nicht bedeuten, dass der Maler bewusst einen solchen Weg geht. Es ist nur einfach so, dass im Prozess der Verdichtung alles, was nur darstellerische Funktion hat, als unerträglich zerstört wird, bis ein malerischer Bildzusammenhang mit eigenem Leben da ist. Geschichtslosigkeit, Sterilität und Sauberkeit prägen die neue Epoche. Es folgt
was im Westen schon vielerorts Wirklichkeit ist, das Verschwinden der Landschaft. Mensch, Leben, Körper, Liebe, Höhle, Wald, Erde. Mensch. Dein Name als Schriftzug schon ist künstlerische Konzeption. Flankierende O, seien es Brüste vom Akt oder Kronen vom Baum, auch Büsche gebaut von Natur wie Welten im Raum. Dazwischen doppelte T als Baukonstruktion, kompakt wie deine Stadtbilder, realiter abstrakt. Wer mich kennt, weiß, dass ich früher oft ins Fettnäpfchen getreten habe. Auch heute scheue ich mich nicht, dasselbe zu tun. Als mich vor 43 Jahren ein junger Mann in meiner Waldeinsamkeit bei Stolberg aufsuchte, mit dem Ziel, Künstler zu werden, sagte mir schon mein Gefühl, der kann es schaffen. Er hat es gepackt. Er wurde ein guter Künstler. Staatliche Reglementierungen haben das nicht verhindert. So sehen wir heute sein Werk, das uns unkompliziert und frei erscheint, ohne uns recht vorstellen zu können, welche Drangsale dazwischen liegen. Was an massivem Unrecht geschehen war, sollte nicht so einfach stillschweigend übergangen werden, sondern auch im Wort weit hörbar und eindringlich zu vernehmen sein. Sonst wäre das Tüpfelchen auf dem E der rundeste Punkt in puncto Gerechtigkeit, in puncto Kultur.
Thank you.